Gewalt und Betrug. Es ist, das alles wird sich wirklich einfach voll davon. Nur zur Werbeeinschaltung, gehen am Samstag gibt es wieder den Workshop zur Gewalt Gottes in der Liebe. Nein, weil es ist eben wahnsinnig spannend, was da alles passiert ist im Alten Testament. Aber es ist ein Teil dieser Heilsgeschichte. Deswegen ist es wichtig, die Heilige Schrift zu lesen. Und natürlich auch das Neue Testament ganz besonders. Dann eben die Beichte. Beichte eben ist immer sozusagen dieser Moment der Wahrheit. Wahrheit ist wirklich der Nährboden für Glauben. Und eben seine Gnade Gottes, die Sünde umpolt. Umpolt in Nährboden für Glauben, umpolt in Gnade. Papst Franziskus verwendet oft dieses Beispiel, gell? Unsere Sünde ist das Fass der Barmherzigkeit. Also die Barmherzigkeit Gottes kann auffüllen unsere Sünde. Das heißt, dieses Fass muss möglichst groß sein, aber Achtung, das heißt nicht, wir müssen möglichst viel sündigen, damit wir möglichst viel Gnade bekommen können, möglichst viel Barmherzigkeit. Aber was schon stimmt, ist, wir müssen uns möglichst bewusst werden dieser Sünde. Also das Fass misst sich nicht an der Größe, der objektiven Größe der Sünde, sondern es misst sich in unserem Sündenbewusstsein. Deswegen ist ein immer feineres Gewissen auch eine immer größere Möglichkeit, Gottes Barmherzigkeit aufzunehmen. Sozusagen das Fass wächst mit unserem Sündenbewusstsein. Nicht, dass etwas Negatives, boah, ich bin so ein Sünder. Natürlich ist das Teil und das bewirkt auch die Reue und das ist extrem wichtig. Aber vor allem auch als Fass für die göttliche Barmherzigkeit. Und was bringt jetzt dieser Glaube, sozusagen was bewirkt dieser Glaube? Im Fall Mariens wissen wir, dieser Glaube bringt Gott zur Welt. Ja? Also dieser Glaube Mariens, dieses Bewusstsein, dass Gott in ihrem Leben wirkt, bringt Gott zur Welt, bringt Jesus zur Welt. Das ist natürlich all das Große, das wir tun sollen, ist eben genau Gott zur Welt bringen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, der Demut. Wieso sind wir beim zweiten Punkt der Demut? Weil einfach das viel zu groß ist für unsere reine menschliche Kraft. Das ist sich wohl jedem bewusst. Also ich kann Gott nicht zur Welt bringen aus mir heraus. Maria war sich dessen bewusst. Ich bin mir dessen bewusst jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel die Messe feiere, seit zweieinhalb Wochen. Oder einfach, wenn wir in einem Gespräch, in einer Begegnung Gott gegenwärtig machen. Es ist immer etwas, was uns übersteigt. Was uns deswegen auch zur Demut einlädt. Die Demut als zweite Grundhaltung Mariens in diesem Magnificat nach dem Glauben ist etwas, was, womit wir uns oft schwer tun. Also zumindest habe ich mir oft damit schwer getan, das einfach auch nur schon zu verstehen. Ich rede jetzt gar nicht vom Leben, gell? Das ist überhaupt sehr schwierig. Aber auch einfach nur das zu verstehen, warum Demut. Das klingt doch so wahnsinnig negativ irgendwie. Es ist so eine sich runtermachen, habe ich mir immer gedacht, und ich kann nichts und. Und oft habe ich gedacht, aber es stimmt doch nicht. Ich meine, ich habe ja irgendwie schon Begabungen und ich kann ja schon auch was machen und ab und zu mache ich auch sogar was Gutes. Und diese Demut hat eben eine schlechte Presse sozusagen. Und da ist es eben, glaube ich, extrem wichtig, dass wir ein richtiges Bild dieser Demut bekommen. Und das richtige Bild können wir eben von Maria bekommen, eben genau indem sie sagt, Großes hat der Mächtige an mir getan. Ja? Also es geschieht Großes in unserem Leben. Demut, und das ist extrem wichtig, ist nicht das gleiche wie Kleinmut. Ja? Das ist überhaupt nicht das gleiche. Es ist sogar das Gegenteil. Demut ist das Gegenteil von Kleinmut. Was heißt Kleinmut? Kleinmut ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Damit verwechseln wir oft Demut. Kleinmut ist, ich kann nichts und deswegen mache ich auch nichts. Kleinmut ist, ich bin nichts wert, ich bin einfach eine Null. Das ist Kleinmut. Ich glaube überhaupt nicht, dass es aus mir etwas werden kann. Demut ist das Anerkennen, dass ich vielleicht einfach nur ein Sünder bin und schwach und nichts kann. Das stimmt alles. Ja? Also Demut beruht schon noch auf Wahrheit. Ich muss wieder drauf tun, weil es sinkt langsam hinunter, ganz gemütlich das Mikro. Gut. Ich würde nicht Also, Demut ist, das nährt sich natürlich aus diesem Bewusstsein meiner eigenen Sünde, meiner eigenen Schwäche und so weiter und so fort. Und das ist wahnsinnig wichtig und das habe ich im Vorhinein auch gerade angesprochen. Aber Demut beinhaltet eben auch, dass ich nicht so sehr auf mich schaue, sondern auf Gott schaue. Also, eine echte gläubige und deswegen demütige Haltung ist eben nicht, man sagt eben oft, es gibt diesen Ausdruck, du musst an dich glauben.
Naja, an dich glauben ist gut, aber du glaubst vor allem an dich, weil Gott an dich glaubt. Das heißt, du glaubst an Gott. Ja? Also das an dich glauben ist vor allem ein an Gott glauben und dann in Angesicht Gottes wissen, dass Gott einiges von mir erwartet und mir dazu die Gnade und die Kraft auch gibt. Aber es kommt eben alles von ihm. Das ist wirklich die grundlegende Erfahrung des heiligen Paulus gewesen. Heilige Paulus ist für mich wirklich einfach sozusagen der große Dichter genau dieser Wahrheit, dass Demut eben zusammengeht mit dem Großmut, dem Bewusstsein, dass man zu großen Berufen ist, haben auch gestern die Schwester vom Land, glaube ich, am Ende noch gesagt, ihr seid zu großen Berufen, aber eben nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Also der heilige Paulus ist eben einer, der sagt, Gott bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das ist ein Satz, der in der Theologiegeschichte, in der Geschichte der Theologie irrsinnig viel für Furore und Aufregung gesorgt hat, aber das Gefühl hat, wir tun fast nichts mehr. Also ganz wichtig, Philipper 2,13. Gott ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Ja? Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wir sind ein bisschen wie eine Marionette oder eine Puppe, so, und Gott macht alles mit uns, ja, und wir tun eigentlich nichts und wir sind nur passiv da. Stimmt natürlich nicht, aber es ist trotzdem Grundwahrheit, dass alles Gute, das wir tun, im Letzten von Gott kommt. Alles Gute, was ich tue, hat Gott zur Ursache. Gott wirft in mir alles Gute. Also ich kann mir keine gute Tat sozusagen selber zurechnen als Erstursache, als ich bin der Quell und die Ursprung dieser Tat. Es ist immer Gottes Gnade. Immer, immer Gottes Gnade, die zuvorkommt. Vielleicht auch deswegen der Abgrund, irgendwo, das, wo es am schwindig werden kann bei der Sünde. Weil bei der Sünde sind dann wirklich wir tatsächlich die einzige Ursache. Weil Gott natürlich nicht Ursache der Sünde sein kann. Alles kommt aus Gottes Gnade. Alles unser Tun, unsere Begabungen, unsere Talente, aber auch in jedem Augenblick, alles Gute, das wir tun, wird von Gottes Gnade getragen. Aber Gottes Gnade darf man sich nicht vorstellen, als irgendwie, so wie wir uns vorstellen, ein anderer Mensch eben. Weil dann ein anderer Mensch, wenn der handelt, dann kann ich nicht handeln. Also wenn hier jetzt ein anderer stehen würde, dann könnte ich nicht hier stehen. Ja? Aber das ist mit Gott nicht so. Gott ist nicht einer von uns, in dem Sinn, dass er jetzt irgendwo dort, wo ich bin, Gott nicht sein kann. Also dass man sich gegenseitig ausschließen würde zum Beispiel. Gott ist eben nicht ein Ding dieser Welt, sondern Gott ist über dieser Welt. Ja? Der Fachausdruck, könnt ihr euch merken, müsst ihr euch nicht merken, er ist transzendent. Er ist über dieser Welt. Ja? Er ist über dieser Welt, das heißt aber zum Beispiel auch, dass meine Tat, meine gute Tat, ganz von mir sein kann, aber eben gleichzeitig ganz von Gott. Dass ich das nicht ausschließe, ganz im Gegenteil. Dass eigentlich meine Tat überhaupt erst wirklich meine gute Tat werden kann, wenn sie ganz Gottes Tat ist. Und das sieht man am allerdeutlichsten natürlich am Beispiel von Jesus selbst. Okay? Jesus war ein Mensch wie wir und gleichzeitig ganz erfüllt von Gott, noch viel mehr als wir sozusagen im Sinne von, er war wirklich Gott, Person Gottes, aber trotzdem war er eben als Mensch nicht einfach nur eine Puppe. Er war ein echter Mensch. Er war sogar, sagen uns die Kirchenväter und sagt uns auch das Konzil, er war sogar der vollkommenste Mensch, er war am meisten Mensch. Er war noch viel mehr Mensch, als wir alle Menschen sind. Obwohl, oder genau weil, er am meisten von Gott erfüllt war. Also wenn wir Gott in uns handeln lassen, dann geben wir nicht etwas ab von unserem Menschsein, dann werden wir nicht weniger, sondern wir werden mehr. Das ist eben eine Rechnung, die sonst nicht aufgeht. Gell? Also sagen, je mehr Gott, je mehr ich. Und nicht je mehr Gott, umso weniger ich. Es ist nicht so zwei Wasserbalken, die sich gegenseitig ausschließen, sondern wenn ich da reinschütte, dann wird bei beides mehr. Es ist immer mehr Platz, wenn Gott in meinem Leben handelt. Und wenn wir das Beispiel Jesu jetzt noch ein bisschen weiter anschauen, dann hat Gott natürlich Großes in seinem Leben gewirkt. In der Apostelgeschichte lesen wir, ich glaube, es ist eine Apostelgeschichte. Er war mächtig an Wort und Tat. Und wir sehen es in den ganzen Evangelien, er geht herum und er wirkt Wunder und er heilt und er predigt mit einer Autorität, die vorher noch niemand hatte. Und er macht Sachen, die noch niemand gemacht hat. Er war einfach irgendwo der Mächtigste. Ja? Nicht aus sich heraus, nicht als Mensch, sondern weil Gott in ihm war. Und gleichzeitig natürlich auch der Demütigste, weil er wusste, dass das alles von Gott, er ist immer der, der ganz auf den Vater schaut. Das ist dann der dritte Punkt der Dankbarkeit. Ja? Aber immer ganz in Abhängigkeit, ganz in Demut, aber trotzdem der Mächtigste. Und dann kommt aber trotzdem noch ein Schritt mehr.
Und das ist sicher die große Herausforderung unseres Lebens, und dazu sind wir wahrscheinlich überhaupt da, dass wir das lernen. Und sich vorstellen, Jesus, mächtig an Wort und Tat, willigt ein, sein Werk zu vollbringen, das Heil der Welt, nicht in einem Machtwort oder einer Machttat, sondern indem er am Kreuz hängt, ohnmächtig. Es ist mir jetzt vor kurzem erst wieder mal ganz bewusst geworden, einfach lange gebetet habe vor einem Gekreuzigten, ich dachte, Wahnsinn eigentlich, diese Demut Jesu, der einfach der stärkste, der mächtigste, der von der Autorität Gottes her getragenste Mensch überhaupt ist, und aber einwilligt, im Letzten einfach nur passiv am Kreuz hängend das Heil zu wirken. Also sozusagen vielleicht nochmal einen Schritt weiter sich zurücknimmt und Gott ganz rein handeln lässt, weil er selber gar nicht mehr handeln kann, weil er wirklich nur mehr ausgestreckt am Kreuz hängt. Und das ist sicher im Endeffekt unsere aller Berufung, dass wir nur zu diesem Punkt gelangen, wahrscheinlich ist es der Augenblick des Todes. Zumindest wenn wir das Beispiel Jesus sehen, dann war es das, und dann stimmt das sicher auch so für uns, zu diesem Punkt kommen, wo nicht mehr wir etwas tun und machen und handeln, aber gerade dann Gottes Gnade am wirksamsten ist, weil dann auch eben unsere Demut am größten ist, weil wir überhaupt nichts mehr tun. Aber diesen Augenblick können wir uns nicht aussuchen. Deswegen ist das überhaupt keine Einladung zur Faulheit. Es gab das immer wieder auch in der Geschichte der Kirche, dass einige gesagt haben, ja, wenn das eh so ist, dann tue ich einfach gar nichts mehr und lasse einfach Gott durch mich wirken. Es funktioniert aber nicht, weil es gibt diese wunderschöne Unterscheidung von einem protestantischen Theologen, trotzdem wirklich gut. Nein, das ist einer meiner Lieblingsautoren, muss ich sagen, wirklich. Dietrich Bonhoeffer, ein ganz tolles Leben geführt. Und der unterscheidet eben diese Gnade, die in uns wirkt, die billige Gnade und die teure Gnade. Die billige Gnade und die teure Gnade. Die billige Gnade wäre eben zu sagen, na Gott macht eh alles, muss ich nichts mehr tun. Das ist sozusagen, wenn man die Gnade plötzlich ganz billig haben will. Oder aber eben am Ende eines Lebens, wo man alles getan hat, getragen von der Gnade Gottes, und versucht hat, sich immer wieder durchlässiger zu machen für diese Gnade, wenn man ganz am Ende sagt, eigentlich macht er alles die Gnade und ich tue es nicht. Dann ist diese Gnade sozusagen irgendwie teuer erkauft worden. Auch. Dann ist das eine Gnade, von der man auch den Wert wirklich zu schätzen weiß. Das Beispiel, das er eben bringt, ist, wenn jetzt ein Schüler in der 6. Klasse im Physikunterricht und checkt nichts, aber man, er weiß eh, es ist alles irrsinnig kompliziert, und er kommt zur Prüfung und schreibt dann eigentlich nur hin, es ist eher so kompliziert, wir wissen eigentlich eh nicht wirklich, wie das wirklich ist jetzt mit den ganzen Atomen und den Neutronen und alles. Aber er hat es ja gleich mal versucht zu verstehen. Er sagt einfach, wir wissen es eh nicht und so. Es ist aber nicht dasselbe, wie wenn jetzt ein Einstein am Ende seines Lebens vielleicht dann zugibt irgendwann, eigentlich habe ich noch immer nichts verstanden. Seht ihr den Unterschied, ja? Natürlich tut die Gnade alles in meinem Leben. Aber diese Gnade ist eben wirklich nur dann wahrgenommen als Gnade. Es ist nur dann eben diese teure Gnade und nicht mehr diese billige Gnade, diese verschabelte Gnade. Wenn ich wirklich alles getan habe, um sie in meinem Leben wirken zu lassen, und dann ganz am Ende wird tatsächlich der Höhepunkt eben der Ohnmacht des Kreuzes sein, wo Gott dann wirklich am meisten durch uns wirkt. Ich hätte das auch sehr berührt in einem Buch über priesterliche Spiritualität, eben, wo eben auch der Autor gesagt hat, im Endeffekt ist es nicht das, was wir tun, sondern das, was wir erleiden, was wirklich die Fruchtbarkeit bringen wird. Aber es dispensiert uns eben nicht. Also es macht ja nicht, dass wir nichts tun müssen, sondern das ist eben Gottes Entscheidung, wann und wie das so funktionieren wird. Und diese Demut, die macht dann eben, dass wir nicht mehr auf uns selber zählen, sondern wirklich eben auf Gott vertrauen. Und wir haben es kurz vor Magnificat, gell? Sagt der Engel, für Gott ist alles möglich. Also egal, wie schwach, wie null, wie unfähig ich bin oder glaube zu sein oder tatsächlich wahrscheinlich auch bin, weil es ist eigentlich meistens die Wahrheit, für Gott ist nichts möglich und er kann Großes wirken. Und dann kommt diese Großmut eben, diese Großherzigkeit, die ist untrennbar von der Demut. Ein wahrhaft demütiger Mensch ist immer einer, der die Welt verändern will. Der sich von Gott getragen zutraut, die Welt zu verändern. Aus der Welt eine bessere Welt zu machen. Weil es eben möglich ist für Gottes Gnade. Weil nichts unmöglich ist, wenn ich ihn nur machen lasse. Und wir haben dazu eben das Beispiel Mariens natürlich, die demütige Magd, die sich dann aber eben
weil es ihr von Gott gesagt wird, zugetraut hat, der Welt den Erlöser zu schenken. Und genau das sollen auch wir uns zutrauen. Weil wir anerkennen, dass wir aus uns heraus vielleicht nichts können, können wir aber eben genau deswegen darauf vertrauen, dass Gott durch uns der Welt den Erlöser schenken will. Das heißt jetzt einerseits sicher Mission, beim Priester jetzt auch Sakramente, also wirklich so Sachen, wo man wirklich ganz bewusst Gott in die Welt trägt, über Gott redet, über Gott erzählt. Aber es heißt einfach auch, alles Gute, was es gibt, zu fördern. Sagt der heilige Paulus auch, gell? Eher auch im Philipperbrief, so wie vorher. Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Also alles in der Welt, ob es jetzt irgendwie explizit christlich ist, oder ob es einfach nur so etwas ist, was wahrhaft, edel, recht, lauter, alles das fördern heißt, Gott in die Welt bringen. Deswegen waren Christen auch immer sozusagen Salz der Erde, weil sie einfach alles, gell, wie das Salz, schmackhaft machen können. Also eben nicht nur Gott in die Welt bringen, ist nicht nur jetzt direkt Glaubensverkündigung oder Sakramente oder Gebet, was fundamental ist und die Basis von allem und das Wichtigste natürlich. Aber einfach alles. Einfach eine gute Freundschaft pflegen. Einfach einen guten Job haben und seinen Job gut machen. Einfach, ich weiß nicht, mit Freunden gemeinsam ein schönes Projekt aufziehen, auch wenn die ungläubig vielleicht sind. Irgendetwas für den Nächsten, irgendetwas für die Armen, eine Solidarität. Alles ist Gott in die Welt bringen, und in all dem dürfen wir uns immer wieder bewusst sein unserer eigenen Unfähigkeit und vertrauen auf Gottes Gnade. Also es ist wirklich mein Aufruf, nicht hinter falscher Demut verbergen. Falsche Demut ist nämlich Hochmut. Falsche Demut, diese Kleinmut, dieses ich kann nichts, ist nämlich deswegen Hochmut, weil ich im Endeffekt eigentlich nur auf mich schaue und sage, naja, ich kann nicht, aber ich vertraue dann überhaupt nicht auf Gott, und das ist Hochmut. Nicht von einem anderen abhängen wollen, das ist Hochmut. Das stimmt natürlich ganz besonders im Verhältnis zu Gott, aber auch im Verhältnis zum Nächsten. Man muss sich einfach helfen lassen auch. Wenn ich sage, wir sind dazu berufen, die Welt zu verändern, dann ist das keiner von uns alleine. Das schafft keiner, ich möchte fast sagen, selbst mit Gottes Gnade. Weil Gott das auch nicht so will. Er wollte ja die Kirche, er wollte ja die Apostel als Gruppe. Also die Welt verändern heißt auch immer natürlich, diese Demut haben, um Hilfe zu bitten. Andere zu bitten, dass wir etwas gemeinsam machen. Und Maria ist vielleicht auch deswegen gerade dieses Beispiel der absoluten Demut, weil sie sich bewusst war, dass sie alles erhalten hat. Deswegen ist, glaube ich, auch so wichtig, das Dogma der unbefleckten Empfängnis. Das unbefleckte Empfängnis heißt, dass Maria schon im Augenblick ihrer Empfängnis, also wo sie sozusagen im Bauch ihrer Mutter Anna, ganz kleine erste Zelle, schon ohne Erbsünde war. Ja? Das unterstreicht noch einmal so wahnsinnig deutlich, dass sie überhaupt nichts dafür getan hat. Sie hat einfach nichts dafür getan. Es wurde ihr einfach geschenkt, diese Heiligkeit. Und damit sind wir eben bei diesem dritten Punkt, den ich ansprechen will, die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit nährt sich eben aus diesem Blick auf meine eigene Heilsgeschichte. Ich sehe all das im Glauben, sehe ich all das, was Gott vollbringt, im Guten, aber auch das Schlechte im Unbold in meinem Leben, das alles getragen ist von seiner Gnade. Das bewirkt in mir dann eben diese Demut, oder andersrum auch, die Demut macht es auch möglich, dass die Gnade immer mehr wirkt. Und das alles nährt sich aus diesem Bewusstsein, dass ich alles erhalten habe. Das wissen wir einfach schon so, biologisch sind wir so angelegt, dass wir alles erhalten haben. Also wir erhalten das Leben. Wir haben es uns nicht selber gegeben. Das Leben ist das Erste, was wir erhalten. Die Taufe haben wir uns nicht selber gegeben. Nicht einmal die Fähigkeit zu reden, jetzt hier, dass wir auf die Kommunikation treten können, ist erhalten. Alles, auch unsere Begabungen, natürlich vielleicht genetisch, aber selbst die Gene haben wir uns nicht selber gegeben. Andere Begabungen durch die Erziehung bekommen, vielleicht durch ein gutes familiäres Umfeld, das ist wahrscheinlich kein Zufall, wenn in einer musikalischen Familie dann oft auch alle Kinder musikalisch sind, oder in einer unmusikalischen, so wie bei mir, dann auch wenn das Kind wahnsinnig unmusikalisch ist. Es hängt viel, aber es ist eben erhalten und gegeben. Heilige Paulus sagt das auch. Was hast du, dass du nicht geschenkt bekommen hättest? Warum
kommst du dir dann besser, ich zitiere es lieber ganz, gell? Mir fallen diese Sachen leider nicht so ein, wie sie wirklich dastehen. So, hier ist es. Also keiner soll sich zugunsten des einen und zum Nachteil des anderen sich wichtig machen. Denn wer räumt dir einen Vorrang ein? Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Eine Frage, die wir uns, glaube ich, sehr oft stellen sollten, weil im Endeffekt wir wirklich alles erhalten haben. Das braucht auch Zeit, dass man das vielleicht akzeptiert und wahrnimmt und immer wieder kommt dann vielleicht so eine Gegenrede in uns auf, aber na, das habe ich mir schon erarbeitet eigentlich. Ja, aber wer hat dir die Möglichkeit dazu gegeben? Wer hat dir die Fähigkeit dazu gegeben, dir das zu arbeiten? Ist ja immer wieder sehr, natürlich ist Gott nicht jemand, der uns einfach nur als Puppen verwendet. Er verwendet uns als das, was er uns geschaffen hat, als freie Menschen. Aber eben als freie Menschen, das heißt mit Verantwortung, das heißt, ja, wir müssen arbeiten, wir müssen was tun, wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Sachen richtig machen, dass wir sie gut machen, dass wir weiterkommen, dass wir uns bilden und so weiter. Das ist alles unsere Verantwortung. Aber Gott wirkt in uns eben auf dieser Ebene. Er wirkt in uns als freie Menschen. Er wirkt nicht in uns, wie er in einem Stein wirkt oder wie in etwas anderes in der Natur wirkt oder im Gewitter oder was immer. Er wirkt in uns, in unserer Natur, und die ist eine freie Natur. Und deswegen eine mit Verantwortung. Und diese Dankbarkeit, Eucharistie, jetzt Danksagung, ist das Zentrum des christlichen Lebens. Dankbarkeit ist genau das, was Maria ausdrückt im Magnificat. Dankbarkeit ist eigentlich wirklich die einzige richtige Antwort auf dieses Wirken Gottes. Auf die Gnade Gottes, die einzige passende Antwort ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch das Heilmittel gegen den Kleinmut, gegen die Eifersucht, gegen den Hochmut. Es passiert so oft, dass wir schauen auf die anderen und sehen, was die alles Tolles machen und so weiter. Und dann kann es passieren, dass der Wurm der Eifersucht in unserem Herzen nagt. Aber einfach Dankbarkeit für das, was ich erhalten habe, Dankbarkeit für das, was der erhalten hat. Alles, was wir erhalten, alle Begabungen, alle Möglichkeiten, unseren Willen, unsere Intelligenz, unsere Kraft, alles ist uns gegeben, ist ein Geschenk von Gott für den Dienst der anderen. Ich darf danken, dass Gott mich zu seinem Dienst berufen hat. Das glaube ich im zweiten oder im dritten Hochgebet. Wir danken dir, dass wir vor dir stehen und dir dienen dürfen. Das ist einfach schon das ganze Geschenk unseres Lebens überhaupt, gell? Dass wir von Gott einen Auftrag erhalten durch eben alles dem, was wir geschenkt bekommen haben. Jede unserer Begabung, jede unserer Geschenke, jede unserer Fähigkeiten drückt etwas aus von dem, was unser Auftrag, unsere Mission sein soll, unser Dienst eben an der Kirche, an den Menschen, an der Welt. Das heißt, ich muss nicht schauen, was die anderen alles bekommen haben, oder ich darf oder ich muss schauen, was die anderen bekommen haben, um Gott dafür zu danken. Dass Gott eben so reichlich beschenkt, die Kirche, mit so vielen verschiedenen Charismen, mit so vielen verschiedenen Gnadengaben. Dass Gott auch meinen Freundeskreis so eine Vielfalt hat sprossen lassen. Das ist wirklich wie die Natur. Gott schenkt überreich und in Vielfalt, und es hat jetzt nicht irgendwie der Löwe Eifersucht auf den Elefanten oder andersrum, sondern es ist alles da, weil alles einen Platz hat und alles zur größeren Herrlichkeit Gottes dient. Diese Dankbarkeit hilft mir eben auch zu kämpfen gegen meine eigene Faulheit, gegen eben diesen Kleinmut, gegen dieses, wenn ich die Talente, die Gott mir geschenkt hat, getragen von Gottes Gnade nicht einsetze, bin ich einfach nur undankbar. Das ist Undankbarkeit. Also deswegen ist auch Faulheit eine der sieben Hauptsünden. Denkt sich an sich, warum Faulheit ist ja nicht so schlimm und so. Aber es ist eben schon schlimm, weil es ist Undankbarkeit Gott gegenüber. Es ist diese Talente, gell, das berühmte Beispiel der 10 Talente oder der 5 Talente und 1 Talent und der, der sein Talent vergräbt, ist eben, der wird auch wirklich ziemlich böse dann geschimpft von Jesus. Gell? Also in der Parabel ist es eben nicht Jesus selbst, aber im Gleichnis. Das Talent vergraben ist eben wirklich eine Sünde. Weil es eben ein Mangel an Glaube ist, ein Mangel an Demut, ein Mangel an Dankbarkeit. Und im Gegenteil, diese 10 Talente einsetzen und fruchtbar werden lassen und daraus 20 werden lassen,
ist nicht irgendwie Hochmut und nur auf sich selber schauen und auf Gott gar nicht vertrauen und das ist so ein Machertyp und der ist überhaupt nicht gläubig. Nein, das ist Dankbarkeit und Glaube und Demut. Also wenn es richtig geschieht natürlich. Gell? Also eben in diesem Bewusstsein, dass das alles von Gott geschenkt wird und dass wir das nur durch Gottes Gnade machen können. Also es ist eben unendlich wichtig und deswegen dieser Aufruf, der Schwestern heute gestern zugerufen haben, den ich auch wiederholen will einfach. Gell? Ihr seid zu großen Berufen, weil ihr eben eigentlich nichts könnt, aber Gott durch euch wirken will. Weil auch ich nichts kann aus mir heraus, aber Gott durch mich wirken will. Sind wir zu großen Berufen. Sagt eben wieder auch der heilige Paulus im Epheserbrief. Gell? In aller Zeit dankt Gott dem Vater durch Jesus Christus. Zu jeder Zeit dankt Gott dem Vater in Jesus Christus. Das ist der Aufdruck, immer und überall zu danken. Und das ist genauso wie, was ich vorher gesagt habe, jetzt dieser Glaubensgeschichte. Da muss auch das Unschöne hinein. Und das ist dann sicher ein Kampf, dass man lernt, dafür zu danken. Dass man lernt, zu danken für all das, was jetzt, es ist einfach. Also wenn ich jetzt irgendwie eine wunderschöne Freundschaft geschenkt bekomme und es ist irgendwas Tolles, ja, dann fällt es einfach zu danken. Also sozusagen, die geistliche Reife oder die Wachstum auch, hängt eben auch sehr stark damit zusammen, dass man für alles dankt. Dankt Gott zu jeder Zeit durch Jesus Christus, sagt der heilige Paulus. Das ist oft sicher schwer und dann darf man auch nicht so tun, als ob es einfach wäre. Und es darf ruhig ein geistiger Kampf sein und die Psalmen zeigen uns das ja auch, dass man ruhig sozusagen auch irgendwie dieses Unverständnis ausdrücken darf und so weiter. Und man soll es auch so, das ist ganz wichtig. Aber das Ziel muss immer sein, zu danken, weil eben Gott für alle, die ihn lieben, im Endeffekt immer alles zum Guten führt. Das dauert vielleicht, bis ich sehen kann, wie das Sinn macht in meinem Leben und wieso ich da dankbar dafür dankbar sein soll und kann. Aber es muss das Ziel sein, weil Gott einfach Gutes wirkt. Und wenn etwas von ihm kommt, dann muss ich dafür dankbar sein. Und diese Dankbarkeit, die lässt in uns wachsen, den Glauben, sie lässt in uns wachsen, die Demut. Das ist so ein gegenseitiges Befruchten in diesen drei Haltungen. Ja. Also der Glaube fördert die Demut fördert die Dankbarkeit fördert aber auch den Glauben und die Demut den Glauben und in alle Richtungen. Ja. Sozusagen der heilige Thomas spricht eben davon, dass diese ganzen Haltungen oder Tugenden und so weiter ineinander verflechtet sind und eben einen Kreis bilden und immer gemeinsam wachsen. Aber auch natürlich gemeinsam irgendwie stagnieren können oder stehen bleiben oder vielleicht sogar zurückläufig werden können. Aber es wächst immer gemeinsam mit diesem Großmut auch. Und Dankbarkeit ist für uns wirklich wahrscheinlich eines der schwierigsten Sachen, die es gibt. Also wir haben einfach diesen Reflex, der sitzt tief drinnen in uns, seit der Ursünde, dass wir undankbar sind. Das ist einfach so. Wir sind tagtäglich undankbar unseren Eltern gegenüber, die uns so viel Gutes getan haben und trotzdem streiten wir die ganze Zeit zu Hause. Wir sind undankbar unseren Freunden gegenüber, wir sind undankbar der Kirche, Gott gegenüber. Wir sind dauernd undankbar. Und zwar einerseits, indem wir nicht anerkennen, dass wir überhaupt etwas geschenkt bekommen haben, indem wir gar nicht wahrnehmen, die Größe des Geschenkes. Aber wir sind so oft auch undankbar, sind dieser gewisse Griff schon von Eber zur verbotenen Frucht, dass wir das, was wir geschenkt bekommen oder geschenkt bekommen sollen, uns nehmen und als unser Eigentum betrachten. Und das geschieht flugs, so schnell, die ganze Zeit. Wir kriegen etwas geschenkt und 3 Minuten später betrachten wir es als unser Eigentum, das immer schon uns gehört hat und auf das niemand ein Recht hat. Dabei haben wir es gerade erst geschenkt bekommen. Das stimmt schon bei einem kleinen Kind, gell? Deswegen stimmt es auch einfach, dass wir als Kinder schon mit der Absicht auf die Welt kommen und sieht das gleich, sie greifen immer zu, nehmen sich alles und das ist jetzt meins. Obwohl sie eigentlich alles erhalten. Ein Kind ist ja das Sinnbild dieser Ohnmacht, wo man alles erhält, das Geschenk. Und trotzdem, gleich dieser Besitz, so meins. Und das stimmt aber auch für uns die ganze Zeit. Das stimmt, was ich eben gesagt habe, die Talente, die Begabungen. Es ist so schnell passiert, dass ich mir denke, ja, das ist meine Begabung, mein Talent, ich kann das. Das war jetzt meine Arbeit, das war jetzt mein Ding, das ist mein Leben, überhaupt einmal. Natürlich ist es dein Leben, du hast es bekommen. Das ist als Geschenk bekommen. Und das ist auch besonders wahr im geistlichen Leben. Wer hat das nicht erlebt? Irgendeine besondere Gnade wird uns geschenkt, vielleicht einmal im Gebet oder irgendetwas, und dann sofort
ist man stolz drauf und schreibt sich das selber zu, seine eigene Fähigkeit, sein eigenes Können. Na, da war ich jetzt wahrscheinlich so fromm, dass Gott mir diese Gnade geschenkt hat. Oder ich habe jetzt so gut gebetet, dass ich das jetzt irgendwie bekommen habe. Immer eignen wir uns diese geistlichen Gaben so schnell wieder an. Oder auch, ich weiß nicht, irgendeine Begegnung vielleicht, die dazu geführt hat, dass jemand anderer Gott näher kommt. Da hat Gott durch dich gewirkt. Aber sofort denke ich mir, das habe ich jetzt gut gesagt. Das war schön. Das ist der Grund auch, warum es die Kirche gibt. Also zumindest einer der Gründe, es wäre vermessen zu sagen, das ist der Grund. Aber warum es die Kirche mit den Sakramenten und eben den Priestern auch gibt. Weil wir eben diese Sachen dann auch leiblich, also physisch, immer die Sakramente erhalten von einem anderen. Natürlich stimmt es, dass man sagt, ja, aber reicht es nicht, dass ich alleine in meinem Zimmer zu Gott bete und Gott um Verzeihung bitte. Theologisch gesehen stimmt das sogar, wenn man eine volle, aufrichtige Reue hat, dann vergibt einem Gott die Sünde. Natürlich, gut. Aber erstens, gut, schafft man es nicht immer zu dieser vollen, aufrichtigen Reue, dazu ist die Beichte da, die aus der unvollkommenen Reue die vollkommene Reue macht. Aber zweitens, und das ist eben sehr wichtig für uns, wir erhalten die Lossprechung von einem anderen. Gott ist eben unsichtbar und deswegen ist es so wahnsinnig gefährlich. Wir sind schon so undankbar den Menschen gegenüber, unseren Eltern, die uns dann aber immer wieder vorhalten können. Schau, das habe ich dir aber gestern noch gegeben und so weiter und so fort. Aber Gott ist eben unsichtbar. Und deswegen ist es noch so viel gefährlicher, dass wir uns das, was wir von ihm erhalten, uns selbst zuschreiben. Weil wir sozusagen seine gebende Hand gar nicht sehen. Weil wir sein Wirken in unserem Herzen gar nicht sehen, weil es unsichtbar ist. Die Gnade ist unsichtbar. Und man spürt sie an sich auch nicht, auch wenn man sie manchmal vielleicht spüren kann. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder hingehen zum Altar und von der Hand des Priesters die Eucharistie zu empfangen. Und von der Hand und dem Mund des Priesters die Lossprechung zu hören. Von einem anderen, von einem Gegenüber, weil wir immer wieder uns im Bewusstsein zurückrufen müssen, das wird mir geschenkt von einem anderen. Und in diesem Fall ist der Priester natürlich nicht der Priester selbst, sondern Stellvertreter Gottes. Es wird mir von Gott geschenkt. Und das vergessen wir die ganze Zeit und deswegen sind die Sakramente so wichtig. Wenn den Sakramenten sichtbar wird, erfahrbar an unserem Leib, dass wir diese Gnade von woanders erhalten. Dass das nicht unser eigenes Können ist, dass diese Gnade wirklich von Gott kommt. Deswegen, natürlich stimmt das an sich und für sich, kann ich alleine und so weiter und so fort. Und man muss es auch tun, oft. Jesus sagt ja selber, sperre dich ein in dein Zimmer und bete zum Vater. Aber trotzdem, immer wieder zur Kirche, immer wieder zu den Sakramenten, um sichtbar von einem anderen die Gnade zu erhalten. Weil wir in diese Versuchung so schnell erliegen, dass wir diese Gnade uns selbst zuschreiben. Und wo ist jetzt vielleicht der erste Übungsort? Oder wo kann man trainieren? Wo und wie kann man trainieren jetzt diese Haltung des Magnificats, diese Haltung Mariens, der Mächtige hat Großes an mir getan, diesen Glauben, diese Demut, die immer zusammengeht mit der Großmut, mit dem Großmut, mit der Dankbarkeit. Es ist eben das Magnificat, es ist eben das Gebet. Ja? Also Gebet ist lebendiger Ausdruck des Glaubens. Gebet ist lebendiger Ausdruck der Demut, Gebet ist lebendiger Ausdruck der Dankbarkeit. Wenn ich bete, dann schaue ich eben im Glauben auf Gott und auf mich und auf die Menschheit rundherum und sehe überall im Gebet dann diese Heilsgeschichte. Wenn ich bete, dann ist das nichts anderes als anerkennen, dass ich eben bitten muss. Beten ist bitten. Bitten, das heißt, ich kann es nicht aus mir selber. Ich muss um Gottes Gnade flehen. Ich muss um seinen Beistand flehen. Ich muss darum flehen, dass er mir die richtigen Leute zum richtigen Moment schickt, damit die Sachen funktionieren können, damit das Projekt, das er uns eingegeben hat, auch zu Ende geführt werden kann. Also Gebet ist wirklich ein lebendiger Ausdruck von Demut. Und natürlich ist Gebet immer Dankbarkeit. Also in jedes Gebet gehört immer hinein das Bitten, aber eben auch das Danken. Bitten, Ausdruck der Demut, das Danken, Ausdruck der Dankbarkeit und das Loben. Eben für all das Heil, das Gott in meinem Leben schon gewirkt hat. Bitten, Danken, Loben, Loben. Heilsgeschichte geschieht tagtäglich. Bitten aus Demut, danken, weil es die einzige richtige Antwort ist auf all das, was Gott in meinem Leben wirkt.
Das ist jetzt alles sehr nach hinten gerichtet sozusagen, in die Vergangenheit. Also hier jetzt viele geredet sozusagen über diesen Ausgehen von Magnifica, gell? Also auf diesen Rückblick, auf diese eigene Heilsgeschichte, auf das Anerkennen der Schwäche, diese Dankbarkeit für alles, was Gott uns schon geschenkt hat. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass vielleicht auch der erste Vortrag ist, gell? Es geht ja noch weiter, gibt noch mehrere Tage, dann vielleicht mehr in die Gegenwart, in die Zukunft schauen. Und auch einfach, weil es das Fundament ist. Es ist das Fundament für in der Bibel eben auch schon so, gell? Also es ist so viel eben aufbaut, das Alte Testament so lange und so weiter. Es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit, diese erste Phase. Dieser Rückblick, diese Dankbarkeit, die Demut nährt, diese Heilsgeschichte betrachten. Und dann kommt die Gegenwart Christi hier und jetzt. Und dann kommt auch dieses letzte Buch, das man vielleicht viel zu oft vergisst in der Bibel, gell? Aber die Offenbarung, die auf die Zukunft hinweist. Natürlich kommt das alles. Natürlich ist das auch das Wesentliche irgendwo. Aber es ist eben das Haus, sagt uns Jesus in diesem Geigen, eben nur solide, so solide oder so gut wie das Fundament. Deswegen ist dieses Fundament so unendlich wichtig. Dieser Rückblick, diese Dankbarkeit, diese Demut, die sich daraus nährt. Damit habe ich jetzt eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht gibt es irgendwelche Fragen oder irgendwelche Weiterführungen oder irgendwas anderes. Gibt es keine Fragen oder was? Ich werde es euch sagen. Dieser Priesterweihe hat uns sehr schön unser Rektor, also der Leiter des Seminars, der uns vorbereitet hat auf die Weihe, uns in Einkehr gepredigt. Und man hat uns sehr schön auch kommentiert, eben, ich weiß nicht, ob schon mal dabei war bei der Priesterweihe, aber die verschiedenen Riten, also die Art und Weise, wie so eine Priesterweihe abläuft. Und da findet man, glaube ich, viele dieser Haltungen wieder, die auch eben wirklich mit unserem Körper ausgedrückt werden, in dieser Priesterweihe. Also am Anfang steht man, und man wird eben gefragt, ob man zum Priester geweiht werden will. Also ob man sich darauf einlässt und so. Man muss sozusagen mit seinem eigenen freien Willen, auch in dieser Würde der Kinder Gottes stehend, sozusagen seine eigene Verantwortung wahrnehmen und sagen, ja, ich will. Und der Diakon einfach macht diesen Schritt vorwärts und sagt, ich will auch in Zölibat und wie geweiht wird, und man wird befragt und man steht. Und das ist eben ein Element oder eine Phase, ohne die es nicht geht. Ja. Man kann nicht gegen seinen freien Willen zum Priester geweiht werden, genauso wie generell die Gnade Gottes nicht gegen unseren freien Willen wirken kann, sondern immer verlangt auch dieses Ja, ich will, stehend als freier Christ, als freier Mensch. Und dann aber, und das ist eben wirklich wahrscheinlich das, was sich den meisten von uns auch einprägt als Bild einer Priesterweihe, ist eben dieses am Boden liegen. Dann legt man sich wirklich ganz flach auf den Boden, alle Kandidaten zusammen, und währenddessen wird die Heilige Litanei gesungen und sozusagen wirklich der Himmel angefleht mit allen Heiligen um die Gnade. Und das ist für mich einfach leiblich so ein wunderschöner Ausdruck eben genau dieses Bekenntnisses der eigenen Ohnmacht. Ja, ich habe mich soeben stehend, aus dem, was ich bin, heraus, von meinem freien Willen, dazu bekannt, zu dem, was ich tun will. Ich habe eine Bereitschaft erklärt. Aber jetzt muss ich vor allem eins tun, anerkennen und um Gnade flehen, dass ich selbst ohnmächtig bin. Und man legt sich eben ganz flach auf den Boden. Ich kann euch dazu einladen, das selber zu versuchen im Gebet. Vielleicht nicht unbedingt in der Kirche, weil das ist aufsehenerregend und so. Aber wenn ihr in eurem Zimmer einmal, versucht es einmal, wirklich auch einfach euch auszustrecken am Boden, wirklich wir beten mit unserem Körper. Und es hilft, und ich kann nicht sagen,
diese schon ein paar Minuten, weil es wird dann so schön langsam gesungen, diese heiligen Litanei, wenn alle da sind, fühlt sich getragen, wirklich vom Gebet des Himmels, vom Gebet aller, die da sind. Man spürt wirklich und man sagt einfach wirklich nur, Herr, sieh, ich bin ganz am Boden, ganz schwach, völlige Demut, völlig, also völlige Ohnmacht. Es ist auch wirklich nur, ich kann das gar nicht, jetzt, was du von mir verlangst eigentlich. Und deswegen eben dieses am Boden liegen. Und dann kommt eben die dritte Haltung. Man kniet dann vor dem Bischof, der einen weiht und das Weihegebet spricht. Und das Knien ist eben wirklich diese christliche Haltung des Gebets. Man erhält mit offenen Händen durch die Auflegung der Hände erst und dann durch das Gebet des Bischofs und überhaupt alle Priester legen an die Hände auf. Das ist eben auch so schön, weil das wieder ganz sichtbar wird, dass man von so vielen anderen etwas empfängt eben gerade wieder. Und man kniet halt und dankt und betet und das wird dann weitergeführt in der Eucharistiefeier, die darauf folgt, eben diese Danksagung ist. Und man dann als Neupriester auch das erste Mal selber konzelebriert, also eigentlich meine erste Messe, also die eigentliche Priliz ist ja nicht die am nächsten Tag, sondern ist eigentlich wirklich die Weihmesse. Und diese Weihe sozusagen direkt führt zu dieser Danksagung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich haben sich das die Tradition der Kirche eben wirklich gut ausgedacht, dass eben so eine Priesterweihe wirklich auf diesem Modell Mariens oder einfach des christlichen Lebens aufgebaut ist, also rein physisch schon, mit der Art und Weise, wie sich die Riten folgen und wie man erst steht, dann sich hinlegt, dann kniet, dann Dank sagt. Es ist eben genau diese Dynamik, die einfach wirklich diese Grundhaltung des christlichen Lebens ist, von der man dann aus geschickt wird in die Welt. Also diese Weihe ist ja kein Selbstzweck. Und dann eben, das, was ich gesagt habe, was heute noch nicht so angesprochen wurde, eben die Mission, der Auftrag, das, was wir dann alles tun sollen. Gibt es jetzt vielleicht Fragen? Noch immer nicht. Habe ich euch völlig ermattet. Also es wird auch reichen. Ach doch, schau. Ist Kleinmut und Hochmut jetzt das Gleiche? Oder ist es... Also generell ist es so, dass wenn es immer eine richtige Haltung gibt, gibt es zwei entgegengesetzte falsche Haltungen. Ja? Die richtige Haltung ist eben die der Demut, die man von zwei Seiten aus sehen kann. Ja? Also Demut ist einerseits ein Akt, eine Anerkennung der Wahrheit vor Gott. Ich bin ein Geschöpf, Gott ist der Schöpfer, ich in nichts, das ist die heilige Katharina, gell? Die heilige Katharina von Siena, die diese Vision hatte, wo eben Gott sagt, ich bin alles, du bist nichts. Aber das stimmt, das ist die Grundwahrheit. Er ist alles, wir sind nichts. Es ist eben eine Wahrheit. Ja, also Demut ist eine Wahrheit. Diese Wahrheit anerkennen und sehen. Und die wird eben verkannt in beiden Fällen, sowohl Kleinmut als auch Hochmut, also sozusagen die beiden Extremen, die davon abweichen, weil der Blick eben plötzlich nur mehr auf sich schaut. Entweder auf sich mit vielleicht dieser Wahrheit, dass man nichts ist, aber eben ohne den Blick auf Gott und dadurch ist es eben nur mehr eine verkrüppelte Wahrheit und keine echte Wahrheit mehr. Oder man schaut eben auf das, was man vielleicht tatsächlich Gutes gemacht hat, aber eben wieder ohne den Blick auf Gott, also wieder nur die halbe Wirklichkeit und deswegen ohne die Wahrheit, weil man sich selber zuschreibt, was eigentlich von Gott kommt. Und andersrum ist also so betrachtet sozusagen ist die Demut für uns vielleicht häufiger ist das Gegenteil der Hochmut. Also auch im allgemeinen Sprachgebrauch, weil eben der Heilige Thomas sagt das auch immer, es gibt immer eines der beiden entgegengesetzte Haltungen oder eine der beiden Fehlhaltungen, der wir eher ausgeliefert sind. Und wahrscheinlich stimmt es, dass wir eher sozusagen dem ausgeliefert sind, uns zu überschätzen und Gott zu vergessen. Aber wie gesagt, das hängt von der Persönlichkeit ab, vom Charakter und wirklich auch von der Tagesstimmung. Es gibt einfach Tage, da hat man das Gefühl, man ist ratlos, und Tage, da hat man das Gefühl, man ist der Oberheld. Oder Stunden, weiß ich, je nachdem, wie schwankend man ist. Aber es ist in der Wurzel dieselbe Haltung. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Sehr gut. Doch, da, aber ja. Traut sich nicht ganz, aber doch.
welchen Patronen kann man noch beten, wenn man denkt, dass man zu stolz ist? Ah, okay, sehr gut. Also ich habe mir da vorhin ein paar Beispiele aufgeschrieben. Also mir sind vor allem jetzt mal die aus der Bibel eingefallen. Also ich glaube, also Maria ist klar, davon ging jetzt der ganze Vortrag aus. Wirklich die demütige Magd, die aber das Größte getan hat, was ein reiner Mensch, sagen wir mal so, je getan hat. Ich habe eben vorhin auch, also für mich persönlich ist sehr wirksam und auch einfach irrsinnig inspirierend der heilige Paulus. Weil beim heiligen Paulus eben so oft, also gerade auch im Korintherbrief und immer wieder rauskommt eben, auch eben, ich bin der Letzte, ich bin die Missgeburt, ich bin ein Nichts, meine Schwäche, meine Sünde und so weiter. Und er aber gleichzeitig, der dann auch ist, und das irritiert uns eh manchmal, der dann immer wieder sagt, nehmt mich als Vorbild, schaut auf mich, macht es so wie ich. Also wo man das Gefühl hat, ja, das, vielleicht ist das ein bisschen eingebildet oder ein bisschen Hochmut oder was, aber für mich ist das eben einer, der wirklich ganz lebt aus diesem Bewusstsein der eigenen Ohnmacht und aber auch der Allmacht Gottes, die in ihm wirkt. Und das ist besonders schön, auch weil Maria, Heilige Paulus, Heilige Petrus, das sind wirklich die Fundamente der Kirche. Also ich glaube wirklich, dass die Kirche aufgebaut ist auf diesem Bewusstsein. Im Heiligen Petrus ganz stark auch. Immer wenn er zu sehr auf sich vertraut, ich werde dich nie verraten. Ich nie. Alle anderen schon. Ich nie. Boom. Dreimal verraten. Ja? Weil Demut lernt man teilweise eben auch ganz einfach durch Demütigungen. Und auch das ist Teil unserer Heilsgeschichte sozusagen, dass wir immer wieder gedemütigt werden durch unsere eigene Sünde. Man denkt sich das nie wieder und wirklich am selben Tag noch, gleich dreimal. Das passiert dem Heiligen Petrus und das passiert uns auch. Und dann aber genau darauf aufbauend, gell? Das wurde gestern in diesem kleinen Sketch wieder gezeigt, darauf aufbauend dann, du bist der Fels, darauf aufbauend, weide meine Schafe, dreimal hast du mich verraten, dreimal sagst du jetzt, ich liebe dich, du wirst meine Schafe weiden, und auch beim heiligen Petrus, sehr schön, dieser Hinweis auch darauf, also Petrus hat ja viel gemacht, Mission und so weiter, aber genau auf Johannes 21, bei dieser Begegnung, wo Jesus eben sagt, also dreimal sagt, liebst du mich, dreimal sagt, weide meine Schafe, dann sagt er ihm, jetzt bist du jung, dann aber wenn du alt wirst, wird dich ein anderer gürten und dorthin führen, wo du nicht gehen willst. Und der Evangelist erklärt uns, das ist sozusagen eine Prophezeiung seines Märtyrertodes. Und Jesus sagt dazu, dadurch wirst du Gott die Ehre erweisen. Also, sicher wird Petrus durch sein ganzes Leben Gott die Ehre erweisen. Aber wieder, sozusagen das Maximum des Gnadenwirkens in ihm, in dieser Ohnmacht des Märtyrertodes, ganz nach dem Vorbild seines Meisters. Das sind jetzt biblische Figuren, die mir einfallen. Auch eine, die ich sehr gerne habe, die mir dazu einfällt, ist der Heilige David, also aus dem Alten Testament, der eben auch sich immer wieder diese Demut hatte, nach seiner Sünde umzukehren, sich bewusst war, er ist der König, er ist der Boss, er muss es machen, er muss in den Krieg ziehen, alle sollen ihm folgen und so weiter, aber gleichzeitig, es kommt wirklich alles von Gott, er ist ganz von Gott getragen. Es gibt jetzt ganz viele andere Beispiele, wahrscheinlich eh jeder Heilige, sonst wäre er wahrscheinlich nicht heilig. Aber ich muss sagen, mir sind jetzt vor allem diese biblischen Beispiele eingefallen, weil sie irgendwo geoffenbart sind und weil sie wirklich eine Quelle der Kirche sind. Ich würde mir schon auch denken, jetzt vielleicht näher an uns dran. Also ein heiliger Ignatius war, glaube ich, von seiner persönlichen Veranlagung her sicher sehr zu Hochmut und Eingebildetheit und so weiter veranlagt. Ist sicher ein Heiligenpatron, den man dann eben pflegen kann, weil er es geschafft hat, heilig zu werden mit diesem Charakter, mit diesem auch oft was machen wollen und so weiter. Aber wir wegen eben wirklich als Heilige in Abhängigkeit Gottes. Ja, dann können wir jetzt aufhören. Schön. Passt? Ja. Hättest du noch mehr erwartet, gell? Ja. Eine ganz kurze Frage hast du noch? Ich muss jetzt dann aufhören, aber die Frage geht vielleicht. Ja, also wenn man jetzt in der Schule ist und das macht, dann sagt jemand, ich bin so stolz auf dich oder so, dürfte man das überhaupt sagen oder sagt man dann nicht sagen, ja, danke Jesus, dass du das nicht mehr so gemacht hast. Also sozusagen, dass man, wenn man was Gutes getan hat, dass es sich gleich wieder verdirbt, indem man irgendwie den Dank dafür empfasst. Genau.
Also ich glaube eben tatsächlich auch, dass eben wirklich sozusagen das Geheimnis eben ist diese Dankbarkeit. Eben, dass man sofort anerkennt, das kommt von Gott. Und auch wenn unser anderer zum Beispiel ein Kompliment macht, was auch gut ist, und man soll auch anderen Komplimente machen, das hast du gut gemacht, hast gerade schön gesungen oder was immer, dass man einfach sagt, irgendwie, Dank sei Gott. Alles sozusagen dem Vater zurückgibt, von dem alles kommt. Aber wir dürfen ruhig uns gegenseitig loben. Wir müssen jetzt nicht immer nur nur kritisieren. Wir dürfen auch wirklich positive Sachen uns sagen gegenseitig und das vermindert dann auch die Schönheit des Werkes nicht, wenn man es eben sozusagen dem zurückgibt, von dem es kommt, wirklich auch dem Vater. Amen.